Ja, man kann ja alles zutrauen. Ich meine, die Qualität innerhalb der Mannschaft haben wir, das haben wir ja auch gerade gesehen bei den beiden Spielen. Und was mich natürlich besonders gefreut hat, dass man wirklich gesehen hat, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, dass eine Geschlossenheit da war, sehr diszipliniert und auch strukturiert die ganze Sache angegangen sind. Und wenn man das macht, hat man natürlich beim Turnier auch alle Chancen, weit zu kommen und es auch zu gewinnen. Ich glaube, die beiden Spiele haben wirklich dazu geführt, dass die Fans wieder optimistisch sind, dass sie sich auf das Turnier freuen und dass man eben jetzt auch den Glauben wieder bekommen hat, auch gewinnen zu können. Dass er wahrscheinlich als Trainer gar nicht viel anders macht, als er die Wochen oder Monate davor gemacht hat. Er hat natürlich sehr, sehr harte Entscheidungen getroffen, auch sehr, sehr mutige Entscheidungen. Damit hat er aber natürlich gezeigt, dass er eine klare Vorstellung hat, dass er auf keinen Rücksicht nehmen kann und dass eigentlich nur jemand eine Chance hat, der auch das Programm voll mitzieht, auch die Vorgaben, die er macht. Und das hat, glaube ich, auf alle gut gewirkt und die taktischen Einstellungen, glaube ich, wird er so genauso gut machen und die Ansprachen, wie er sie in der Vergangenheit gemacht hat.